los. Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Ich sollte mich umsehen. Wir suchen Holz. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Wo sind hier Fußabdrücke? Ich erkenne da einen Scheiß. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Da vorne kommt einer der Söldner. Schatz plündern. Die Schätze sind da vorne. Muss jetzt hier das Holz untersuchen? Muss ich mit euch reden? Was muss ich tun? Ah, hier. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Du bist in der Nähe des Ziels. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Komm, aber ich hab Bock. Deswegen... Au, scheiße. Aber das ist nicht mein Problem. Ja. Es war abzusehen, dass du mich umlegst, aber ich wollte es trotzdem versuchen. Es hätte cool werden können. Mein Freund, der Baum. Da laufe ich jetzt schnell hin. Also die nächsten Skillpunkte werden wohl alle in den Animus-Puls investiert. Ja, wobei, nee, ich sollte auch zwischendurch noch was anderes skillen. Treffer. Wer nicht höhlen will, muss fühlen. War ich hier nicht irgendwas mit untersuchen? Durchsuchen. Ah. Ich muss mich anschleichen. Da ist der Anführer. Da ist ein Schatz. Da ist noch ein Anführer. Da ist noch ein Schatz. Kefalenisches Holz. Ich sehe besser nach. Ja, komm mal her, Kollege. Auch schon ganz schöner Overkill von Cassandra. Dich hole ich mir. Oh.
Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Ungenutzte Ausrüstung zerlegen. Ich kann ich nicht plündern. Ja, ich habe unbenutzte Ausrüstung, ja. Ich werde gleich was zerlegen. Okay, das kann ich zum Glück nicht zerlegen, das ist gut. Schuhe. Ich zerlege jetzt am Anfang aber wirklich erstmal das, was ich habe und nicht brauche. So. Okay. Das also aufheben. Mehr war hier ja nicht. Da ist noch was. Dann kann ich wieder zum Questgeber zurück. Wo ist denn die Gute? Da. Warum darf ich nicht schnell reisen? Wahrscheinlich darf ich aus roten Gebieten nicht mehr rausreisen. Das haben sie. Ist eine kluge Änderung. So, Sprung! Knack. Ja, Cassandra ist leider genauso untalentiert wie Vaik und bricht sich das Genick. Ende der Geschichte. Sie war so ungeschickt, dass alle gestorben sind. Ende. Pling, pling. Ah, nee, das fand ich in Origins schöner. Ganz ehrlich. Sieh an, Markos große Heldin. Ha, sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Söldnerin verlassen? Du solltest den Menschen wirklich mehr vertrauen. Ich sagte, ich erledige das. Und das habe ich. Ich habe dir Holz mitgebracht, damit du arbeiten kannst, bis der Rest ankommt. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Markos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markos nichts ab. Ich und mein Holz. Level up. Nee, wie mache ich nochmal den Skillbaum schnell auf? Okay. Übersprung, Attentat, Pfeifen, Waffenknecht. 6. Sinn. Okay. Raubtierschuss. Ach nee. Vergiftete Angriffe auf kleiner, schwerer Angriff. Ich will den Tritt. Und dann Adrenalin. Nee, genau. Fähigkeit zuweisen. Wo war das? Das war auf der 2, ne? Genau,
Genau, auf der 1 war der Rundumangriff, auf 2 war der Spartan-Kick. So, was haben wir noch? Söldnerarbeit. Achso, ja, gut, tote Wölfe. Beschaffe den Speer. Was sagt die Karte dazu? Ah ja, da bin ich ja. Genau, ich habe ja jetzt auch das Adlerauge. Da unten. Da sind noch Sachen. Okay, hier ist nichts. Oh Gott, da ist ja ein Durchgang. Meine Fresse, bin ich dämlich. Ich hasse Schwimmen. Wer kam auf die Idee, dass Schwimmen in Videospielen gut sei? Eisenbrocken. Fling. Okay, ich muss T gedrückt halten. T kurz drücken, um das Waffenset zu wechseln. T gedrückt halten für eine Fackel. Alles klar. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Pling, plong. Hallo. Haha. Oh, du liegst mir im Weg. Nee, gar nicht. Da konnte ich nichts mitnehmen. Melisani-Höhle abgeschlossen. Okay, ich kletter da jetzt nicht. Ach, scheiße, ich muss hier rausklettern, weil ich ja aus den roten Gebieten nicht rausporten kann, ne? Lol, der hat mich nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ja, wenn man schon einmal hier ist, ne? Kann man ja doch das ganze Eisengelumpe mitnehmen. Ja, ich weiß, da habe ich noch was liegen lassen, aber auf das ist dann auch geschissen. Holztempel gefallen? Die finde ich teilweise schöner als die Steintempel. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Cassandra, ich stehe in deiner Schuld.
Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Das klingt nach etwas, was für später noch wichtig sein könnte. Dass ich den Tempel jetzt nicht abgezockt habe. Aber für mich klingt es zumindest danach. So, Söldner, was habe ich denn hier Neues? Ah, lol, die haben auch Resistenzen und Vorteile. Krass. Das haben sie tatsächlich ganz gut ausgebaut. So, Quests. Okay. Ach, muss mich echt dran gewöhnen, dass ich dann nicht mit Escape auf die Karte zurückkomme. Viech. Na los. Oh, ups. Wie, ich kann mit dem Viech nicht durch den Tempel reiten. Was ist das denn? Oh lol, die Viecher können jetzt durch Landschaft reiten. Das ist übel gut. Ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Das war ja in Origins immer mein ganz großes Problem, dass ich ja nie durch die Landschaft reiten konnte. Beziehungsweise wenn ich irgendwie abseits der Wege war, hat er es ja gar nicht hinbekommen mit der Wegeführung. Gibt es eigentlich irgendwie schnell speichern? Nee. Hallo. Er ist schon wieder Banditen. Hier, da ist der Anführer. Da ist noch ein Anführer und da ist ein Schatz. Ah ne, der Anführer ist der mit der Krone und der andere goldene ist mit so einem Oberguru. Kann ich hier durch? Kann ich ihn infiltrieren? Nee, ich kann Eisen mitnehmen. Na gut, fast. Es wäre fast wichtig gewesen. Blum, bum, bum. So, gebt mal eine Schätzung ab. Wie viele Parts brauchen wir, um Assassin's Creed Odyssey komplett auf 100% Erkundung abzuschließen? Dadurch, dass die Open World hier so viele Marker hat, weiß nicht, habe ich schon Interesse daran. Das ist halt auch anders als in Assassin's Creed 4, weil in 4 hat mich das so gar nicht gezogen, das alles zu erkunden. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Hier sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Kann ich mit dir reden? Nö. Ich finde es schön, dass wir hier sozusagen sozial agieren können, um uns... Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ah, nicht mehr als in Origins. Ich finde es schön, dass wir uns sozial hier engagieren können, sozusagen, um für spätere Zeitpunkte andere Optionen zur Verfügung zu halten. Ausrüstung. Schönerer Bogen. Ja, danke, dass du meinen Bogen repariert hast, ne? Aber ist unnütz. Tschüss. Gut, durchsuchen. Was war das? Bei Fuß. Kann ich
plündern? Ich kann nicht plündern. Ausgefallene Halskette. Und ein bisschen Material, das hier so rumkrempelt. Natürlich, Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Ah, nur aufheben. Fette Beute für die Meute. Ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir. Dein Gebet wurde erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott, das werde ich. Tja, wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht. Jo, ne? Ich bin zu gut für so eine Spiele. Ich kann halt nicht das Arschloch sein. Ja, dann beklaue ich mal die Götter. Mich sieht ja keiner. Nee, aber ich kann in Spielen nicht das Arschloch sein. Dafür tun mir die Leute einfach zu leid. Hallo. Kann ich mit dir reden? Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. 94 Drachmen, schön. So, und nicht nur die Quest Hungrige Götter abgeschlossen, sondern auch die heutige Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. König der Adler. 40.000 Schaden.